Willkommen zurück bei Loom und wir haben einen Plan. Wir ängstigen die Schäfer mit Effe. Das ist super. Müssen wir uns den Spruch merken oder meinst du, das ist so ein One-Shot? Ich glaube, den kann man immer mal brauchen. Ja, kommt nur. Guck mal, schreib's lieber auf. Oder Effe merken wir uns. Das brauche ich nicht aufschreiben. Nee, den kann man sich merken. Aber echt mal. Er ist zurück. Ja. Wir auch. Ja, weil staunt der zwei Kinder. Auf was zeigen, ja? Mit welchem Finger ist das? Das ist echt immer die Frage bei Effe. Auf die Fans. So. Sieht nicht freundlich aus, er ist auch nicht freundlich. Jetzt haben wir eine Google. Ah. Kann ich mich also in einen Drachen verwandeln? Vielleicht ein Illusionszauber. Dachte er, es taucht jetzt so ein Tiger aus seinem Hinterkopf auf oder so. Das war spaßig. Hätte man eigentlich, schön, dass wieder mal Musik kommt, hätte man eigentlich das Spiel jetzt, die Kugel sagt ja voraus, was in der Zukunft passiert. Ja. Wenn man es aber gar nicht macht dann im Spiel, dann hat die Kugel ja gelogen. Ach so, dass man 4 Stunden wartet und man macht es nicht und dann geht das Spiel kaputt, wie wenn man nicht auftaucht als Guybrush. Sagen. Denkbar. Stimmt. Mach ich mal die Farbe grün. E, F, G, A. Was ist das? Drüber springen. Neue Grafikkarte. Nee, aufwecken. E, F, G, A. Hey! Okay, was soll der Spaß? Du hast all meine Schafe nervös gemacht. Dann muss ich sie wieder einfangen. Die stehen da links, du Depp. Du musst überhaupt nichts einfangen. Auf geht's, bewegt euch. Das war jetzt wecken, oder? Dann habe ich bestimmt jetzt einen Schlafspruch. A, G, F, E. Meinst du, dass es halt so oder die springen. Schäfchen zählen ist? Nee, weil es passiert ja jetzt ein Zauberspruch und jetzt nickt er wieder ein, nämlich. So. Genau. Ach so, in der Tat. Dann bist du auf die Schafe bezogen, hast recht. Dann male ich die jetzt mal an. Mal die mal grün an. Geil. Kennst du das mit dem grünen Bein von Rocco Giamoni? Was? So gut. Geht nicht. Ich will die nicht färben. Also noch bleicher können die nur wirklich nicht werden. Achso, das ist Entfärben. Was andersrum. Ja. Ja, Moment. Ja. Mach mal andersrum, mal gucken. Jawoll. Ja, voll getan, voll gut. Dann kann er, sucht er jetzt den Netz, schick die mal rüber. Weck ihn mal auf jetzt. Dösender. Muss eine lange Nacht gewesen Dösender sein. Dösender ist aber auch ein komischer Name. Dösender, ja. ich habe noch kein A, ich kann ihn nicht wecken. Ah. Höchstens die Schafe nerven. Na genau, und jetzt wacht er auf. Sieht aber nicht, genau. Und jetzt, jetzt geht er nicht irgendwo hin und sucht die. In VGA ist der Spruch viel komplexer, wo man die Schafe färben muss. Da brauchst du 256 Töne. Schau dir meine Schafe an, schau sie dir an. Was hast du ihnen angetan? Das sieht ja lächerlich aus. Wie soll ich denn Schafe bewachen, die man kaum sehen kann? Ist ja lustig. Auf geht's, bewegt euch. Weil die ja sofort gesehen immerhin noch. Ja. Ich dachte, er sieht die vielleicht nicht. Ja, schade. Aber ich find's trotzdem gut. Pennt auch sofort wieder ein. Können wir denn jetzt irgendwie links klicken und jetzt ignorieren? War das jetzt einfach nur eine Trollerei oder was? Ich glaube, das war nur ein Gag tatsächlich. Ich glaube, er lernt den Schlafspruch und den Schafen, das war nur ein Witz. Das war ein guter. Ganz gut. Guter Gag, ja. Der Indian Summer auf der. Eine kleine Siedlung. Genau, einer Tür. Ah ja, auch wie süß. Dämmchen. Und das Schaf. Übrigens super. Was ist jetzt? Oh. Einer wieder. Ja. Oh, ein süßes kleines Lamm. Hallo da drin. Wer hat das gesagt? Ich war's. Was für eine Frau, die hat eine voll tiefe Stimme. Oh. Wer sind Sie? Hallo. Ich bin die, die nach dir gesandt hat. Hä? Esse Fließ, Vorstehender der Gilde der Schäfer. Vorstehender vor allem. Und du bist ohne Zweifel der mächtige Zauberer, den ich von der Gilde der Magier angefordert habe. Sicher. Da muss eine Verwechslung vorliegen.
Deine Bescheidenheit ist wirklich nett, aber das ist keine Verwechslung. Meine Grenzwächter waren sehr beeindruckt von deiner gewaltigen magischen Macht. Sie sagten mir aber nicht, dass du noch sehr jung und besonders höflich bist. Wäre unser Anliegen nicht derart ernst, würde es mich freuen, dich näher kennenzulernen. Anliegen? Einer unserer Kunden hat einen Auftrag für 10.000 fette Schafe erteilt. Das reicht, um eine Armee zu versorgen. Ich fürchte, genau das haben die Kleriker auch vor. Aber wir schreiben den Kunden nicht vor, was sie mit unseren Produkten machen. Sie werden ihre Schafe wahrscheinlich sowieso nicht bekommen. Nein, warum nicht? Ein Drache aus der Umgebung hat wohl einen besonderen Geschmack auf Schaf entwickelt. Unsere Schafe haben besonders weiße Felle, er kann sie so meilenweit sehen. Nur ein Magier kann uns von dieser geflügelten Plage befreien. Danke, dass ihr meinem Ruf so schnell gefolgt seid. Oder ein Magier kann die Schafe grün machen zum und dann Beispiel. Wird sie mich nicht gesehen. Aha, dir ist meine kleine Patientin aufgefallen. Patientin? Ist sie krank? Sehr, ich fürchte, sie wird es nicht schaffen. Hm. Ihre Mutter wurde vom Drachen gefangen, gleich am Tag nach ihrer Geburt. Meine Lieder des Heilens scheinen nicht zu helfen. Ja? Die Schäfer sind dafür bekannt, zumindest dachten wir das bis jetzt. Mein Großvater lehrte mich die magischen Noten. Er sagte, wir hätten sie von einer anderen Gilde im Austausch gegen das Schleichen bekommen. C-A-A-C. Das Heilen. Habt aber nicht. Aber gut, dass es ein Palindrom ist. Sonst könnten wir halt Leute kaputt machen. Ja. Das wollen wir in dem Spiel nicht. Was wir machen können, ist, das Lamm grün machen, um ihr zu zeigen, dass wir einen Weg vielleicht aus ihrem Dilemma kennen. Bei ihm ein Problem aushelfen können. Das Lamm sieht nicht sehr gesund aus, vielleicht sollte ich sie nicht stören. War jetzt auch schon richtig, oder was? Die Herde ist beim Grasenzauberer. Ah. Viel Glück mit dem Drachen. Dann müssen wir es halt da machen. Ich dachte, wir können halt das hier gleich. Dann färben wir halt die. Dann färben wir die. Dann verhungert halt der Drache, das ist auch nicht richtig. Der verhungert ja nicht sofort. Außerdem kann der auch mal ein paar Wochen Soja essen da hinten. Okay. Oh. Ja. Das ist ja super. Geiler Kopf über da dran hängt. Was ist das, ein Vulkan? Ich Dummerchen, das kommt davon, wenn man es eilig hat. Dachte doch gleich, das fühlt sich dürr an. Das ist ja cool. Kannst du aus dem Schatz wieder Stroh machen? Wahrscheinlich. Kann man gucken, was sonst noch ist. Was hier sonst noch Gold. Ist. Rausgehen. Ich glaube, dann lässt er uns vielleicht gehen im Gegenzug, wenn wir das Gold wieder zurückgeben, sozusagen. Jetzt mache ich sein Gold kaputt und dann, ja, wenn du es wieder heile machst, dann darfst du gehen. Ja, also jetzt wird er uns wahrscheinlich nicht gehen lassen und dann machen wir das Gold kaputt und denkst so, hey, dann, ja, lass uns gehen und dann kriegst du dein Gold wieder. Aber geil, oder? Ich meine, es sind 16 Farben und du hast hier voll schön gezeichnete Höhle, das Gold ist gut erkennbar und so, es ist echt. Das ist wirklich schön, wie das stimmt. Glaubt mir, die VGA-Version, die ist zwar irgendwie, klar, ein bisschen schöner, aber... Weißt du was, in der nächsten Pause googeln wir das mal. Ihr könnt das ja eh jetzt machen und auch zwischendurch. Wir haben es noch nicht gemacht, aber in der nächsten Pause machen wir das, damit ich es auch mal weiß. Dann weiß er das auch mal, jetzt rede ich mal mit dem Drachen. Weiß ich das auch mal, red mal mit dem Drachen. Sieht aus wie vielleicht können wir erstmal mit dem... Der Drache ist doch hier nicht so schön. Nee. Wo hast du denn deine Manieren her? Hör auf, mich anzustarren, also wirklich. So, habe ich gestarrt? Entschuldigung. Ach, vergiss es, beachte mich einfach nicht. Du hast so ein bisschen so einen indignierten Drachenton. Ja. Ich hätte ungemütlich mit leerem Magen, hat er noch gesagt. Willst du mich jetzt anzünden? Anzünden? Für wie schlau hältst du dich eigentlich? Du bist in der falschen Höhle, wenn du Feuer haben willst. Hör zu, Süße. Ich habe seit meiner letzten Brunftzeit kein Feuer mehr gemacht. Und du willst nicht wissen, wie lange das her ist. Die kleinen Flammenzungen, die mir durch den Nüstern laufen. Ich bitte dich. Viel Hitze für so ein altes Reptil. Du meinst, du kannst kein Feuer spucken? Ich will nicht. Passt nicht zu meiner Lebensart. Na dann. Nur zwischen uns beiden, ich habe eine Heidenangst vor dem Zeug. Und die sind natürlich irgendwie mit Feuer verjagen, aber ich versuche mal das Gold umzuspinnen. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass wir jetzt zwar Stroh draus machen. Ja, dass nicht, dass sie, wenn sie in den Nüstern so ein bisschen Feuer drin hat, nicht, dass alles sie dann da... kuckelt. No. Ja, was war denn das? Spinnen ist DEDC, also D... Nee. Nee, das ist jetzt falsch, natürlich. Ist alles falsch, ja. Alles umgekehrt. Mit C muss ich anfangen.
Der Haufen ist schon so gesprungen. Na, siehst du? Bin's doch. Das ist alles zu einfach für uns, diese Rätsel. Das ist Rätsel. Echt nicht schwer, das Spiel. Bis jetzt jedenfalls. Oh. Na, was sind wir heute wieder schlau. Tu es wieder zurück, bevor du gehst. Er bleibt relativ cool, ne? Also ist nicht so... Ah, jetzt habe ich das A bekommen. Ah, sauber. Welchen Spruch haben wir das A gebraucht? Wecken geht, heilen geht, scharf geht. Könntest du dich schlafen legen? Sag ja, bevor du gehst, ja nicht so, als würde er uns jetzt hier festhalten. Mach es mal wieder netterweise zurück, finde ich. Ach, ja, das ist okay. Ja eigentlich ganz freundlich bisher zu uns, sagt Braum, als wenn ich hier das ganze Gold kaputt machen. Bisschen gemein ist das schon. Na guck. Danke, Süße. Die ist ja super. Gut, dass du dich daran erinnert hast. Oh. Können wir einfach jetzt gehen? Ja, aber wohin denn? Ich muss ja... Wo gehe ich denn raus? Ich kann ja nirgends rausgehen. Weil der Drache es halt so meinte, mach das mal, bevor du gehst. Das wirkte so, als würde uns nicht viel davon abhalten, hier einfach zu verschwinden. Ich leg dir jetzt mal schlafen. Wenn ich schon das A bekomme, dann hat das schon auch irgendeinen Sinn. Ah, siehst du, da kuckelt es jetzt nämlich. Bestimmt was mit... Jetzt verwandle ich das sagen, Gold nämlich. Das ist aber gemein. Ja, Mai. Puh. Gemein. Ist eigentlich ganz nett, der Drache. Ja. Klar, die Schafe und so, aber der Drache hat. Und oh. Oh, sie schnarcht auf das Stroh. Ja. Oh, brennt schon mal der Kopf. Oh, scheiße. Ihhh, Feuer. Der brennt gut wieder schon. Hast du es mitgenommen? Achso. Dann auch ganz überlebt. Ja. Gehen wir mal in den Vulkan rein, ne? Ach Gott. Ah, jetzt brauchen wir wieder den... Das rote und das blaue Portal, kennen wir doch schon. Ja. Achso, da ist wieder finster, ne? Dann mach hell. Hell war... ECCD, soll ich sie rein gar nichts. Auch geil mit dieser Silhouette in dem Grau, gell? What hell? Helsinki ist hell. Habe ich jetzt einen Taschenlampenlook, okay. Wenn ich da rechts gehe, dann komme ich da lang. Ah, den Weg, den wusste ich schon mal auswendig. Das haben sie in Indiana Jones 3 auch nochmal gemacht, so ein blödes Labyrinth, wo man sich dann die Eingänge merken muss. Na, super sowas. Und wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt vom Bild sieht, wird es nicht besser. Ja. Und danach haben sie es Gott sei Dank nicht mehr gemacht. Bei Monkey Island dann, also bei Indiana Jones haben sie es zuerst gemacht, dann haben sie es hier nochmal gemacht und bei Monkey Island bringt einen ja der Kopf des Navigators dann durchs Labyrinth. Die ist halt auch nur so mittelgut. So, wenn du es nicht überstrapazierst, sondern so ein bisschen Mast kann man schon mal bringen, aber... Treppe runter möchte ich nicht gehen. Ich will erst mal gucken. Auch schön, die Musik. Ich guck mal schnell, ob das auch einer der... Vielleicht auch aus Spaniensee sein. The Dragon Cave. Par d'Action Andantino quasi moderato. Akt 1, Stück Nummer 6 aus Spaniensee. Das ist ein schönes Stück. Ich auch mal aus Spaniensee. Hier bin ich total enttäuscht, dass es nicht so einen Adlib-Sound hat. Was soll das? Ja, ich finde das gut. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, dass jetzt zum Beispiel bei den Stay Forever Podcast der Christian das ganz gerne macht, wenn er so alte Spiele besprechen und es dann wieder eine CD-ROM-Version gab und andere Varianten, dass er dann so halt sowas vergleicht zu so Adlib und MIDI-Sound und Orchester-Version irgendwie noch später nochmal neu eingespielt für die CD-ROM-Version. Und dass ich tatsächlich
meistens entweder den Adlib-Sound oder den MIDI, die MIDI-Variante am schönsten finde. Und das Orchester klingt natürlich cool, aber ich mag diesen alten Sound. Ich auch. Glaube, da werde ich nicht zurückgehen. Ich weiß, was man hier machen muss. Also auch gerade bei Monkey Island finde ich das Gedudel halt, das klingt einfach viel besser als später, wenn Leute die Panflöten auspacken in der Orchester und so. Das klingt ja dann so, das klingt so nach so einer Indianertruppe in der Fußgängerzone. Ja, stimmt. Dann verliert das tatsächlich ein bisschen was, aber so dieser richtig geile Adlib-Gedudel, das hat Monkey Island. Ja, das stimmt. Also, was machen wir hier? Auf Steinhöhle. Nicht alleine nicht auf Steinhöhle. Da. Ist das mein Spiegelbild? Uff. Denke ich auch manchmal morgens. Uff. A, D, D, A ist was Tropfen. Wenn ich mein Spiegelbild gucke, bin ich doch nicht. Probier jetzt mal hier das Wasser rauszulassen. Aber was ist denn A, D, D, A? Wasser. Das wusste ich noch von früher. Das war aber nicht so schwer. Nee. Eine Sphäre. Oh, das ist eine Kugel. Vielleicht können wir die austauschen. Oder vielleicht ist das eine 8-Stunden-Kugel und dann... Der Vulkan bricht aus. Das ist nicht gut. Das ist nicht so geil, nee. Und nur? Da will er nicht zurück in der Bobbin. Wie komme ich denn dann hier wieder weg? Ich glaube, ich komme übrigens bald in das Alter. Das ist nicht mehr so lange hin. Das hat auch, wo wir gerade von Stay Forever gesprochen haben, Gunnar irgendwann mal erzählt, dass man so ein ganzes Teil seines Lebens halt so ein Bild von sich hat. Ja. Und das hat er meistens halt immer ganz gut übereinstimmt, so mit dem, wie man halt aussieht. So, weil es halt, man wird halt, weiß ich, erst Jugendlicher und dann Mitte 20 und 30 und so. Und das. Warte. C, F, G, C. Ah, das ist aber der Spruch vom Webstuhl. C, F, G, C. Ja. Dann, dass man halt so das Bild, was man von sich selber so hat, immer so mitwächst. Ne? Man wird halt jugendlicher als Erwachsener und älter und so. Und aber irgendwann geht das halt so auseinander. Und man bleibt halt das Bild im Kopf so ein bisschen so stehen. Und dann sieht man sich halt so als, weiß ich nicht, so dynamischen Mit-30er oder so, keine Ahnung. Und aber man ist dann schon, dann wird immer älter und das Bild wächst halt nicht mehr mit. Und dass man jedes Mal so ein bisschen überrascht, wenn man in den Spiegel guckt. Ich hab so das fragt. Jetzt schon so ein bisschen. Also ich, ja, ich glaube, das geht bei mir auch langsam los. Dass ich mir denke so, ach, jetzt konnte ich hier doch wieder rausgehen, ja gut. Ah ja. Sieht gut aus, oder? Haben wir das Labyrinth jetzt gelöst? Ja, ich habe das bei Gunnar komischerweise aber auch, weil die Zeit, in der Gunnar so abgenommen hat und so markig wurde, da habe ich den ja nicht mehr oft gesehen, sondern das war ja dann erst später und ich höre ihn ja immer nur. Und immer wenn ich ihn dann treffe, so einmal im Jahr, Gamescom oder wann auch immer, oder wenn er mal bei uns im Büro ist, da bin ich jedes Mal wieder erstaunt, wie dünn der geworden ist, weil ich den halt noch anders im Kopf habe. Ja, vor allem, weil man ihn ja auch lange Zeit dann im Büro und so als Kollege regelmäßig gesehen hat. Ja. Und es ist ja auch wirklich so, das habe ich letztens mit dem Ernst gerade drüber gesprochen, das ist jetzt auch vom Aussehen so, aber halt auch, finde ich, gerade so von dem, wie man als Person ist. Zum Beispiel, weiß ich, natürlich gerade so als Jugendliche, aber auch noch so Anfang 20, macht jedes Jahr oder alle 2 Jahre voll den Unterschied. Es hat einen Riesenunterschied, ob du irgendwie 19 bist oder 21 oder 20 oder 24 oder so. Ganz, aber irgendwann... Ganz kurz, hast du eine Idee? Ja, gleich. Aber den Gedanken mal zu Ende bringen. Aber es ist halt wirklich so, irgendwann, ob du nun 33 oder 37 bist, ist halt völlig egal. Das ist so... Ja, ich weiß nicht. Also, ja. Vielleicht außer, wenn du gerade so einen Sprung machst, weil es gerade so eine Schwelle ist. Das kann natürlich immer sein, dass du gerade... Ja. Ne, so dann irgendwie eine kurze Zeit hast, manchmal so viel wie bei dir. Du kriegst ein Kind oder... Ne, ich habe ein graues Haar entdeckt, das ist so schlimm. Bei Michi, weiß ich, steht die Heirat an. Also es gibt natürlich immer so Phasen, wo gerade viel passiert, aber es hängt nicht unbedingt konkret mit dem Alter zusammen. Aber allgemein finde ich so, so Mitte 30 ist halt, ob du nun 33 oder 37 bist, ist, wenn du, ob du 23 oder 27 bist, hat schon ein relativ großer Unterschied ist. Und das hast du jetzt nebenbei einfach gelöst. Das habe ich jetzt nebenbei einfach gelöst. Ich finde zum Beispiel, dass das liegt jetzt hier auch an dem Licht. Ich mochte mein altes Licht in der alten Wohnung ja an der Webcam viel lieber. Ist nicht so, ich finde, ich sehe hier scheiße aus im Webcam und daheim in meiner alten Wohnung, da sah ich, finde ich, mega geil aus in der Webcam. Und das ist nicht das Alter, hoffe ich. Aber die brennt immer noch, schau mal, oh Gott. Ja, der kann ja nicht irgendwie jetzt mal den Schwanz irgendwo eintunken. Oh, wo sind wir denn jetzt? Delfin eintauchen. Am Fuß des Vulkans und da pennt einer. Deck mal gleich mal auf, aber ich schaue mich hier erstmal kurz. Sieht auch geil aus mit den roten Paletten. Sieht total cool aus, ja. Oh, jetzt komme ich. Oh,
Oh. Sieht auch total super aus, ne? Mit diesen. Das ist geil, ja. Könnte ich jetzt wahrscheinlich aufmachen hier. Halt, wer kommt da? Nur ich, ein freundlicher Fremder. Ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Ein freundlicher Fremder. Das ist eine private Gilde, junger Freund. Das Tor öffnet sich nur für Mitglieder. Nun hau ab und spiel woanders. Die nehmen uns alle nicht so ernst mit 17. Das macht einen großen Unterschied. Wenn jetzt 19 wären, würden die nicht so mit uns reden. Nee. Weck mal den Heini hier auf, oder? Boah, kann nicht schaden, ne? Kannst du ihn voll cool anmalen. Oder weck ihn einfach auf. Betrunkene Dekorierung. Seltsamer Ort für ein Nickerchen. Aber er atmet, man hat es eben gesehen. Als hier der Brustkorb so gehoben. Wie war jetzt wecken? Die FGA. Die Grafikkarte. Hast mich beim Nickerchen erwischt. Nie einen gesehen, der so angezogen war. Wie heißt du? Robin Threadbare von den Webern. Weber wie? Deswegen diese tolle Kutte. Mein richtiger Name ist Wellrod, aber alle nennen mich Rusty. Rusty Nailbender. Ich wollte eigentlich Feuerholz sammeln, aber hier oben ist schon alles weg. Zu welcher Gilde gehörst du? Komm mit, ich zeig's dir. Die Nagelbieger. Eine der erfolglosesten Gilden. Karl Ranseier ist tot. Der wahrscheinlich erfolgloseste Nagelbieger. Ui, ein Amboss. Ja, da sind wir, die Gilde der Schmiede. Ah, okay. Da wäre ich nie drauf gekommen. Unsere Stadt war schon vor den beiden Schatten hier. Nennen sie Forge. So sollte übrigens der zweite Teil heißen. Und um den es nie gab. So, und was bringt ein Weber hierher? Ich suche nach einem Schwarm Schwäne. Hast du hier welche gesehen? Tut mir leid, hier gibt's keine Schwäne. Allerdings eine Menge Schlangen. Ah, dieses Gerede macht mich ganz müde. Weck mich, wenn du die Schwäne findest. Hab noch nie einen gesehen. Ich glaube, die Schwäne finden wir bei der Gilde der Metzger. Ich weiß auch jetzt wieder, was wir machen müssen. Hast du eine Idee? Wir gucken uns das mal um. Das ist ja immer das Erste, was man in einem Adventure macht. Wir waren, glaube ich, schon überall, wo wir hin müssen. Ah, hier ist noch was. Noch was. Angucken, Grab. Diese Grabsteine sind Blöcke aus purem Metall. Sollen wir jetzt noch gucken, ich will ein bisschen Aussprüche jetzt noch gelernt haben. Den wir brauchen, den habe ich falsch benannt aus Versehen. Haben wir den Schwan? Den haben wir mit als letztes bekommen. Der Schwan, mach mal Schwan. Nee, Schwan ist falsch. Bestimmt ist der krank und den musst du heilen. Das ist so eine Schlafkrankheit. Heil den mal. Mach mal. Wie war denn der Heilspruch? Kack. Bei A. D-A-A-C. Nicht gut aus. Der Spruch wirkt. Was haben wir denn noch? Werden ihre Färben nicht spinnen, nicht entleeren, nicht Wind. Das entleeren wäre auch cool. Unsichtbar. Was für eine Sauerei. Scharf. Haben wir. Scharf und stumpf, könnte man sagen, machen. Aber also das richtige Wecken und Schlafen liegen hatten wir halt. Heilen kann man nicht umdrehen. Tropfen ist aber auch ein Palindrom. ADDA. Probier den mal. Mach mal Tropfen. Ja, im Zweifelsfall ist ja mal, dass sonst, wie man später mit Inventargegenständen umgeht, einfach im Zweifelsfall alles aufeinander klicken. Das ist nämlich gar nicht Tropfen, weil er hat gesagt, spiegeln. Und jetzt bin ich nämlich eher. Dann können wir jetzt in die Schmiede. Forge. Also da soll es ursprünglich, glaube ich, drei Teile geben und der zweite sollte Forge heißen. Ich weiß aber nicht mehr. Irgendwie hat der Brian Moriarty dann sein Interesse verloren. Ich finde es eigentlich schade. Hätte Bock mal wieder auf so ein Spiel. Aber Grafik-Adventures gibt es heute natürlich nicht mehr so richtig. Gruß, junger Nailbender. Gruß. Soak sucht nach dir. Er scheint ziemlich sauer zu sein. Komm besser schnell rein. Soll ich das Tor öffnen? Praktisch. Gehen. So, und das ist jetzt das Stück. Ich gucke nach. Die Gilde der Schmiede, Pas de Trois, 4 Moderato, Akt 1, Nummer 4. Unten so ein bisschen was Sozialistisches, so der Hammer. Ja, stimmt.
Das, wenn die FDP sehen würde, dann würden sie sich gleich von Nazis wählen lassen. Besser ist zu viel, das ist, ist mir alles zu rot hier. Das geht so nicht. Ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann gucken wir hier die rote Schmiede mit dem Hammer, was hier so vor sich geht. Ist aber geil gemacht eigentlich, ne? Also, wird sich voll was. Hier so machen. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.